Sieht man das hier scharf? Oder spinnt wieder der Autofokus? Naja, das sehen wir ja dann. Bei dem sind ein paar Triebe hier so ein bisschen erfroren. Hier ist es zum Beispiel schwarz. Da oben, das schaut nicht gesund aus hier. Und hier glaube ich auch. Ja, das werde ich dann so ein bisschen abschneiden, damit es ordentlicher ausschaut. Und ja, ich werde keine Zweige abschneiden, die braucht der Baum. Ich werde mich jetzt heute bloß um die Wurzeln kümmern und dass der halt ordentliche Erde bekommt. Also bei den Wurzeln werde ich gucken, dass ich möglichst vorsichtig damit umgehe, dass ich so wenige wie möglich abreiße oder sonst irgendwie verletze. Ich mache da jetzt mal weiter und das nächste Bild oder Video, je nach Verkehr auf der Straße, ist dann von den Wurzeln. So schauen jetzt gerade die Wurzeln aus. Der bräuchte eigentlich kein Umtopfen, aber ich denke, es ist vernünftiger, wenn der andere Erde bekommt. So, das schaut jetzt so aus, das geht eigentlich. Ich werde ihn jetzt dann gleich mal umtopfen und die Erde fertig machen. Ich mache da ein bisschen Rhododendron Erde rein, weil ich leider noch kein Kanuma da habe. Und nehme halt etwas von dem Mix, den ich von den Kirschen noch übrig habe. Der hat unten so ein paar stärkere Wurzeln und oben noch ein paar flachere. Ich werde ihn wieder so einpflanzen, wie er vorher drin war. Vielleicht bildet er die oberen Wurzeln ein bisschen hübscher aus. Weil die unteren Wurzeln mehr Richtung Boden wachsen und die oberen mehr seitlich. So, jetzt bin ich mit Umtopfen fertig. Ich habe die Erde festgestochert, beziehungsweise das Substrat festgestochert. Und die abgestorbenen Zweigstücke abgeschnitten. Jetzt wässere ich den kleinen Baum und dann gucke ich mal, ob der sich erholt. Ich drücke ihm die Daumen. So sieht der Topf aktuell aus. Im Untersitzer hatte sich Wasser angesammelt. Das fand ich nicht so toll. Ich habe den jetzt erstmal weggemacht und ausgekippt und werde deswegen, wie gesagt, mein Going Green jetzt umtopfen. Hoffentlich macht mir jetzt der Autofokus keinen Strich durch die Rechnung. Hier unten sieht man dann die Wurzelbasis so ein bisschen und ich denke, da erwartet mich wieder etwas ganz Wildes. Ich hoffe nur, dass es nicht so ist wie beim Apfel, weil sonst kriege ich, glaube ich, einen Anfall. Naja, und ich mache jetzt erstmal hier so das Vlies weg. Das werde ich mir aber aufheben. Das brauche ich vielleicht noch für den Baum, weil es kann ja jederzeit nochmal gefrieren. Und topft ihn dann in einen Netpot, also so ein Teichkörbchen rein. Pond Basket oder so auf Englisch. Naja, und das mache ich dann erstmal da die Erde weg und zeige dann die Wurzeln. So sehen die Wurzeln am Topf aus. Also der hat ordentlich gewurzelt. Ist es nicht so krass, dass ich sage, ich muss da mit dem Messer reinschneiden. Und was mich richtig freut, ist, dass ich da unten Drainage drin hatte. Man sieht jetzt hier aber auch, dass die Wurzeln da ganz unten ein bisschen zu nass waren. Die sind so, ja, anders bräunlich. Die sehen so matschig aus. Also das war, denke ich, gut, dass ich den rausgeholt habe. Und die anderen Ahorne werde ich dann auch umtopfen. Yippie! Ja, und jetzt wird es gleich Zeit, dass ich anfange, hier was abzuschneiden. Einhändig geht das gerade schlecht, deswegen zeige ich das mal kurz. Das sind hier Wurzeln, die so abgeknickt nach unten wachsen. Und ich sehe ganz wenig.
Also ich werde ihn erstmal hier unten ein bisschen abschneiden, weil alles, was das da unten runterschaut, werde ich sowieso nicht dünn nehmen. Das kommt sowieso weg. Und auswaschen muss ich den Wurzelballen auch, weil sonst sehe ich nämlich nicht, was innen drin passiert. So wie es jetzt auf den ersten Blick ohne Waschen ausschaut, ist es eigentlich relativ okay. Oh Mann, ich habe kein Gefühl mehr in den Fingerspitzen. Die Stelle, ja, ist glaube ich nicht so hübsch dann. Da ist nämlich ein Loch. Und das auch nicht. Da ist eine Wurzel, die ist so schräg gewachsen. Denke ich mal. Kann ich das besser drauf kriegen? Schlecht. Na, aber da kommt eine kleinere oben raus. Vielleicht kann ich mit der was anfangen oder mehr anfangen. Und hier ist dann auch wieder so ein Loch. Und von unten, ja, da sieht man nichts. Also ich muss es erstmal hier ein bisschen kürzen und danach wasche ich es ab. Also besser ging das jetzt nicht. Da ist in der Mitte ganz viel los. Also das sieht man hier, glaube ich, auch nicht so richtig gut. Da ist halt noch ganz viel feine Wurzeln und ganz viel Erde mit drin. Das ging mit Abwaschen nicht weg. Und es sind auch Wurzeln nach innen hineingewachsen oder überkreuzen sich, wie man hier sieht. Das sortiere ich jetzt alles mal ein bisschen aus. Und dann gibt es noch mal ein kurzes Video. Und so sieht der Wurzelballen jetzt aus, nachdem ich gewaschen und geschnitten habe. Da sind ein paar Stellen dabei, die nicht optimal sind. Die lasse ich jetzt erstmal so bis zum nächsten umtopfen, weil ich schon viele Wurzeln abgeschnitten habe und ich nicht möchte, dass der Baum drauf geht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich hier von den Wurzeln, die noch dran sind, überhaupt richtig gut sind noch. Also ich möchte jetzt kein Risiko eingehen. Ja, das hier ist so eine Stelle, wo ich noch eine Wurzel entfernen muss. Und zwar die, die da jetzt so in der Mitte zu sehen ist, zwischen den zwei dickeren. Dann ist hier eine wurzelfreie Stelle. Da überkreuzt sich eine schöne Wurzel mit einer ganz großen, aber nicht schön gewachsenen Wurzel. Die lasse ich auch erstmal dran, weil da einige Wurzeln dran sind, die der Baum vielleicht braucht. Hier unten, ja, das darum, also ich habe wirklich viel weggeschnitten, da kümmere ich mich dann das nächste Mal drum. Dann hier sind einige. Also ich hätte jetzt noch viel mehr abschneiden können, aber da hätte ich dann Bedenken, dass der Baum das schafft. Ja, ich werde ihn jetzt dann einpflanzen. Okay, die hier kann ich noch kürzen. Und hofft, dass der gut durch das Jahr kommt. Schneiden werde ich den oberirdisch überhaupt nicht dieses Jahr. Ich lasse den einfach wachsen und dünge ihn gut. Und dann schauen wir mal nächstes Jahr. Und so sieht jetzt der Going Green aus. Ich habe den da so mit Schaschlikspießen aus Holz und Klettband befestigt. Das habe ich irgendwie lieber als Bäume festzudrahten. Und ja, ich habe da so Filterwatte nach außen rum, damit das Substrat nicht rausfällt. Und dann schauen wir mal, wie der wächst. Das hier ist mein Atropurpureum. Ich befürchte, über dem schauen die Wurzeln auch so ähnlich aus wie bei dem Going Green. Vielleicht ein bisschen schwächer ausgeprägt. Der ist auch noch nicht ganz so weit. Ja, jetzt ist der Autofokus endlich da. Und ja, ich mache da jetzt das gleiche wie beim Going Green. So schaut hier der Wurzelballen aus. Da ist auch allerhöchste Zeit gewesen. Und ich mache das jetzt mal alles weg. Also die Wurzeln hier sind auch ein bisschen schwächer. Und ich bin mal gespannt, was jetzt da drin ist. Bei dem sieht das Wurzelsystem auch wild aus. Wie man sieht, das sind teilweise von Wurzeln von unten nach oben gewachsen, haben sich dann gedreht und dann in die Richtung weiter. Es sind ein paar wenige schöne Wurzeln dabei,
Ich bin gespannt, wie die Pflanze aussieht, wenn ich fertig bin. Falls die das nicht überlebt, hat sie Pech gehabt. Dann kaufe ich mir einfach einen neuen Atropurpureum. Ich drücke dem Baum die Daumen. So schaut's jetzt aus. Mehr schneide ich jetzt nicht ab und ich pflanze den jetzt ein. Das ist jetzt mein Deshojo. Den habe ich als Fertigbonsai gekauft und dann, weil ich nicht gewusst habe, was ich damit machen soll, einfach in einen größeren Topf reingepflanzt. Der war auch total durchwurzelt, also ich habe den einfach rausgezogen, dann in den Topf reingesteckt und der ist veredelt, das gefällt mir gar nicht. Und was ich mit dieser Steinschleuderform machen soll, weiß ich jetzt auch noch nicht. Wahrscheinlich würde ich dann ja abmoosen, dann habe ich schon zwei oder so. Aber da muss ich dann erstmal gucken, wie ich den weiter wachsen lasse. Und jetzt hole ich ihn dann mal raus und schaue, wie die Wurzeln aussehen. Ja. Bei dem schaut es nicht besser aus als bei dem Going Green. Eigentlich eher noch schlechter. Der war auch am nassesten. Und ich lege da jetzt einfach mal alles frei. Das wird jetzt dann ein bisschen ekliger als bei den anderen, weil der halt noch den Wurzelballen hatte, wo er komplett durchwurzelt war. Ich freue mich. Ja, beim Deshojo ist der Wurzelballen so dicht, dass ich da erst einmal was abschneiden muss, bevor ich da irgendwie unten weiterkomme. Also wie gesagt, alles was unterhalb den ersten 2-3 cm von der Oberfläche an ist, würde ich sowieso abschneiden. Dann schaue ich mal, was mich da dann erwartet. Aber ich komme da jetzt mit dem Haken und mit dem Essstäbchen wirklich nicht mehr weiter. So sieht das jetzt aus. Auch hier würde ich waschen müssen, weil ich da nicht reingucken kann. Da ist so ein Batzen mit Erde. Und auch von unten komme ich da nicht weiter. Ich werde auf jeden Fall noch einiges rausschneiden müssen dann. Ich werde jetzt bloß erstmal waschen, damit ich sehe, was ich tue. So schaut's aus. Kann ich jetzt noch ganz viel abschneiden. So sieht's jetzt aus. Ich topfe den jetzt ein und hoffe das Beste. So sieht er jetzt aus mit dem Foto. Ich gieße den jetzt noch still an einen anderen Platz und lade mein Handy auf. Das ist nämlich der Aqualle.